freue mich zusammen mit den Stadtwerken hier also einen neuen Meilenstein in Sachen Elektromobilität präsentieren zu können, hier in der Öffentlichkeit zeigen, anbieten, dafür werben, umzusteigen von den Benzinmotoren auf die Elektromotoren und das am Beispiel hier eines Dienstfahrzeuges, was uns die Stadtwerke freundlicherweise für eine gewisse Zeit zur Verfügung stellen, um einfach auch selber Erfahrung damit zu sammeln, um dafür auch Werbung zu machen, um zu animieren, es uns nachzutun. Wir hatten ja, wie gesagt, hier schon die beiden Roller vor einiger Zeit bekommen. Jetzt also auch noch dieses Auto, eine Tankstelle, die man hier auch sehen kann, anhand derer man auch sieht, wie diese Technik funktioniert. Und die soll halt animieren, es uns nachzutun. Also ich bin da sehr dankbar auch den Stadtwerken, die das hier ermöglicht haben. Und das ist ja auch im Interesse der Stadtwerke, Strom zu verkaufen. Und wenn er dann entsprechend auch hergestellt worden ist, dann tun wir alle etwas gemeinsam für die Umwelt. Und das ist das Ziel, was wir hier verfolgen. Als lokaler Energiedienstleister natürlich das Interesse daran haben, unseren Kunden alternative Antriebe greifbar zu machen. Deswegen bieten wir halt Beratungsdienstleistungen an, Förderprogramme und eben die Möglichkeit, unseren Elektrofuhrpark zu testen. Unterschiedliche Unternehmen haben das schon in Anspruch genommen, aber auch in Zukunft wollen wir das weiter anbieten und hoffen, dass auch die Stadt noch weitere Fahrzeuge testen kann. Es ist ein Fahrzeug, was serienmäßig hergestellt wird, was wir also vom Band mittlerweile bekommen können. Das Fahrzeug hat 60 PS, hat einen sehr starken Elektromotor drin mit 226 Newtonmeter, was also schon fast, ich sage mal, Mercedes-Klasse entspricht. Die Reichweite ist abhängig natürlich vom Fahren. Wie sehr versuche ich diese Leistung vom Auto zu entnehmen, aber bei ruhiger, vorausschauender Fahrweise kommen wir mit so einem Fahrzeug rund 150 Kilometer. Wir Stadtwerke Duisburg betreiben in Duisburg 5 Ladepunkte. Einmal hier direkt vor dem Stadthaus, einer am Innenhafen, am Rathaus, vor dem MSV-Stadion und natürlich bei uns an der Bungertstraße mit 2 Ladesäulen, wo also gleichzeitig 4 PKWs geladen werden können.